Wir haben ja beim Lea wirklich seit 14 Jahren nur herausragende Laudatoren. Und heute für die Kategorie ein, der garantiert der Mann war, der hier auf dieser Lea-Bühne die meisten Lacher generiert hat. Er ist so cool, er managt so viele Leute und er kann auch der Branche immer mal wieder so einen kleinen mitgeben. Und das macht er vielleicht auch heute, obwohl er leider nicht persönlich hier ist, denn er ist mit seinem Schützling Michael Bublé leider heute Abend in Los Angeles. Aber glücklicherweise gibt's ja Video. Er hat uns ein kleines vorbeigeschickt und vielleicht achten Sie auch mal auf den Hintergrund. Hochinteressant. Hier ist Carl Leighton Pope. Another year, another call from my friend Jens Michau. Carl, come to Lea, be rude to somebody. I said, Jens, I don't want to be rude to Scorpio. So the answer is no. When Klaus-Peter Schulenburg called me and he said he was going to have a son and he was going to call the boy Scorpio, I said, give him a chance, don't call him Scorpio. Give him a proper name like Marek or Dieter. He liked it, he liked the idea, and he wanted the boy to be a farmer like his uncle Dieter. But Bayreuth is a small, small town, and for two farmers, that's not going to work. So he sent him to Hamburg, to that school in the Reeperbahn. I can't remember. Anyway, it's a night school. The boy looked very tired, but he seemed to always have a smile on his face and was very happy there, and stays there to this day. He grew up strong, very strong, and became a ticket seller. He became a concert promoter with a proper English name, Falkert. Good name that, strong name, excellent. And lives happily ever after in the big Eventim house in Europe. Actually, almost all of Europe. Enough is enough. Falkert, have a great evening. I'm sorry I can't be there. All the love we can give from LPO and everyone here, and I'll see you soon. We should really do some business, but it's enough that Klaus-Peter is a happy parent. That's important. God bless them. Enjoy. Bye-bye. Carl Leighton Pope. Hat fast ein bisschen was von Stand-Up. Der Mann ist klasse. Und jetzt nochmal hochoffiziell, der Lea für die Stadion-Tour des Jahres geht an FKP Scorpio für Ed Sheerans Divide-Tour. Der Lea 2018, entgegengenommen 2019 von Volker Koopmans und Inga Esseling. Herzlichen Glückwunsch. Promoterin Volker Koopmans, herzlichen Glückwunsch. Jetzt fehlt eine Geschichte, das ist der Lea himself. Und die nächste Geschichte finde ich so klasse, weil sie zeigt, dass der Lea wirklich ein Familienfest ist. Der Lea wird übergeben von Mitbewerber und in diesem Sinne auch Branchenkollege Carsten Janke. Wo ist er? Herr Janke, guten Abend. Das ist der Lea. Bitte sehr. Ich möchte kurz etwas sagen zu dieser fantastischen Auszeichnung, denn es war in den 90er Jahren, da kam ein für mich unbekannter junger Mann aus Ostfriesland zu uns in unser Büro und seitdem sind wir in lockerem Kontakt. Ich habe seine glorreiche Karriere die ganzen Jahre über bewundert und ich muss sagen, ich kriege jedes Mal einen Schreck, wenn ich in sein Büro komme. Da arbeiten so viele Leute. Also ich glaube, er hat mir gestanden, dass er inzwischen 300 Leute hat. Das ist wirklich der totale Wahnsinn und ich finde, er hat den Preis total verdient. Herzlichen Glückwunsch zum Lea. Dankeschön, Carsten. Ja, vielen Dank, Carsten. Carsten hat mir ganz zu Anfang sehr geholfen. Ich habe
um die Geschichte kurz zu erzählen. Das hatte ich jetzt nicht geplant, weil Carsten nicht da war. Aber ich habe mich bei Carsten beworben und hatte eine bestimmte Gehaltsvorstellung, die er nicht teilen konnte. weil er gesagt hat, das war eigentlich auch ganz logisch, weil er gesagt hat, das funktioniert nicht, weil so viel bezahle ich niemandem hier im Büro, das würde nur Krieg geben. Und deswegen hat das nicht geklappt. Aber er hat mir ein Darlehen gegeben über 30.000 D-Mark, als ich angefangen habe. Und vielen Dank, Carsten. Hat er auch wieder zurückbekommen, ne? Ja, auf jeden Fall. jetzt bin ich aus dem Konzept. Du hast mich aus dem Konzept gebracht. Auf jeden Fall vielen Dank. Wenn man jedes Jahr die Stadiontournee gewinnt, letztes Jahr Rolling Stones, dieses Jahr Ed Sheeran, dann kann es einem nicht so schlecht gehen. So kann es weitergehen. Man muss natürlich zu Ed Sheeran sagen, dass es ein absoluter Ausnahmekünstler ist. Es macht unfassbar Spaß, mit ihm zu touren. Wir haben 13 Stadionshows gemacht und wir werden weitere 9 Shows dieses Jahr machen. Die Zahlen sind unglaublich, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben 100.000 in Helsinki, wir haben 120.000 in Göteborg, 160.000 in Prag verkauft. Wir haben in Deutschland ungefähr 400.000 Tickets verkauft. Wir gehen nach Riga mit ihm, wo etwa 60.000 Leute kommen. Warschau waren 100.000 und so weiter und so fort. Es fängt dieses Jahr wieder an mit dem Hockenheimring, wo wir 2x 100.000 Leute schaffen. Das sind einfach unglaubliche Zahlen. Aber man muss auch sagen, dass es unfassbar Spaß macht. Wir haben das, was manchmal so ein bisschen verloren geht auf der Tour. Die ganze Crew ist sehr nett. Wir unternehmen sehr viel. Ob es jetzt eine Bootstour in Stockholm ist, ob wir Go-Kart fahren gehen, ob wir in Warschau eine Kneipe sozusagen crashen und weil das Barpersonal es nicht schafft, haben wir einfach die Bar übernommen und viele lustige Sachen und ja, es gibt nicht so viele Künstler, die so groß sind und die so normal geblieben sind. Ja, das ist eine absolute Ausnahme. Und jetzt ist Inga dran. Und ich muss dazu sagen, Inga hat diese ganzen Touren abgewickelt. Sie ist eigentlich diejenige, die die Arbeit macht. Vielen Dank, Inga. Und dazu noch ein Wort. Es gibt schon relativ viele Frauen im Geschäft, aber es kann gar nicht genug geben. Es sollte noch mehr in der Richtung passieren. Bitte schön. Ja, danke. Danke, Volkert. Ich möchte den Dank aber auch noch mal weitergeben an ein paar andere Leute, ohne die die Tour natürlich auch nicht möglich gewesen wäre, bei so einer Stadiontournee, da zählen ja schon einige dazu. Allen voran Uli Fissler, unser Buchhalter und Chef-Accountant und Daniel, der ihn da unterstützt hat. Dann unser Produktionsteam Flo, Sani, Hossi, Nadima, Laura, Jessica und Roman. Unser Ticketing Falco und Kevin, unsere Troubleshooter Ben, Bene und Laura. Dann wo wir es heute Abend schon mit den örtlichen Veranstaltern hatten. Der Dank auf jeden Fall an Wiesmann und Jill, die in Hamburg alles gegeben haben. An Marcel und das Team von Loft in Berlin, ohne die die Berlin-Show nicht möglich gewesen wäre. Und natürlich auch der Firma Semmel für die Unterstützung. Frank von Propeller und dem Team von Propeller für die 2 tollen Shows in München. Und der Firma Dirk Becker Entertainment für die kurzfristige Unterstützung in Gelsenkirchen, dass die 2 Shows noch möglich geworden sind. Danke. Der Lea für die Ed Sheeran Stadion-Tour und ihr glaubt es nicht, ich habe noch eine E-Mail bekommen. Ja, lass uns doch mal reingucken in die Mailbox. Schaut euch das bitte an. You got mail.
Hello everyone at the Live Entertainment Awards. Congratulations to Fulcart and Igna at Scorpio for your awards. You are so well deserving of that award, and thank you for being just wonderful in promoting my shows and helping them sell out. I'll see you at Hockenheim, and congratulations again. Have a drink on me. Nice one. Scheint ein echt cooler Typ zu sein. Herzlichen Glückwunsch zum Lea und noch einen schönen Abend und nochmal vielen Dank, Carsten Janke. Danke sehr.